Ambrose Aguero, total falsche Position. Na was? Ja, wo ist dein Hunter? Dann sind wir Ersatz halt, ne? Mr. Alexander kümmert sich nicht um die Transfergerüchte, das sind Gerüchte mehr nicht. Mr. Alexander, der Gerüchtefall hat als Mensch einen großen Namen gesehen, mehr als der große Alkohol. Was steht denn da? Es war Alexander laut Medien steht, wenn es ein Transfer-Coup. Eines Tages geht es mir durch die Meldung an uns von die Rising Star Clan. Und Real Gas Walker haben heute einen Okay. Also sieht so aus, wenn wir den Verein verlassen müssen, oder wie? Naja, sehen wir mal. Also wir sind Ersatz schon mal. Das haben wir ja gesehen. Und mal gucken, wie schnell wir hier reinkommen. Vorbereitungsspiel von Manchester City und damit zum Abschluss ihrer US-Tour heute im Kracher gegen Real Madrid. Und los geht's! Was das? Ja, sie werden wechseln müssen. Das ist natürlich ganz bitter. Komm, jetzt bin ich schon rein. 35 Minuten etwa sind es noch. Und jetzt wird hier gewechselt. Hunter wird kommen. Man City scheint das hier nicht zu reichen. Nein, du könntest den Boss erreichen, das Spielwertungsziel, Spiel als Team. Vielleicht bekommt Wohl die er zwei Torvorlagen, wie soll das denn gehen, bitte? Mit dieser Spielerwertung. Das letzte habe ich leider nicht gesehen. Flanke geht zum Abwehr. Delf! Den Kopfball kann er ganz einfach halten. Da fehlte die Power. So, wir sind ja linker Flügel, ne? In welche Position sind wir denn eingewechselt worden? Spieler als Team holt ihr zwei Torvorlagen, gewinnt das Spiel, okay. Ja, aber Position. Ja, sorry Leute. Entweder Stürmer oder linke Flügel, habe ich ja gesehen. Und bei der nächsten Unterbrechung kommt der Wechsel. Der neue Mann aber steht schon merken wir bereit. Vielleicht gleich, wenn wir den Fall an unserem Spieler sehen. Angelino. Fernando. Und nochmal. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Was ist das für eine ekelhafte Saftladenflanke? Es gibt einen Wechsel bei Manchester City. Katastrophe, ey. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Keine Gefahr, der Torwart hat den Ball locker. Spielt den Ball direkt zurück. Da steht die Abwehr sicher. Philipp Lienhardt. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Da trennt er ihn vom Ball. Es wird gleich den Wechsel geben. Ja, bei der nächsten Unterbrechung. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber rein, rein, rein. Glück in der Abwehr. Sehr aufmerksam. Die Jetzt Schade, aber gut gespielt, ja. Sie wollen die Führung, aber die Chance vergeben. Mit links muss er besser werden. Alvaro Tejero. Er spielt den Pass zurück. Philipp Lienhardt. Sie lassen den Ball gut laufen. Schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Alexander könnte jetzt natürlich von dem Ausfall profitieren. Ja, das ist seine Chance. Jetzt kann er zeigen, was er drauf hat. Oh, der hat mal mitlaufen.
Jetzt vielleicht mehr Alexander. Jetzt sie wieder rein, Spiel rein. Kein gutes Ah, hä? Abseits? Abseits gelaufen. Richtig enge Kiste, Krass. Aber auch richtig entschieden. Abseits. Zabaleta. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Delf. Hier kommt die Statistik zum Ballbesitz. Ich weiß gar nicht, was ich hier gerade mache. Dann nehmen Sie sich nix. Sehr gut aufgepasst. Sie suchen die Lücke. Casemiro. Jetzt könnte der Pass kommen. Morata. Da steht viel zu defensiv. Aber vergeben. Menno. Angelino. Jetzt Boni. Den Ball. Scheißpass. Holt er sich vollkommen. Scheißpass ist das. Und jetzt Bale, vielleicht gibt's die Möglichkeit. Delf. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Ey, ihr macht euch das so schwer, ne? Nee, nicht gut gespielt. Ball geht ins Aus. Gar nicht mehr viel zu spielen. Wir müssen uns beeilen, ey. Und Ronaldo. Das könnte eine Gelegenheit werden. Und Gündogan. Alexander. Oh, schneller, schneller. Ah, fuck, ey. Da schickt er den Mitspieler. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen Spiel willst, doch. Wie sie es gerade tun. Spiel doch, die Idiot, ey. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Wird das eine Torchance? Delf. Jesus Navas. Sehr gut reingespielt. Das wird nicht gefährlich. Die Flanke war einfach nicht gut genug. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Fairer Einsatz, ja, toll, und er kommt an den Ball. Nun Gareth Bale. Casemiro. Und es gibt 5 Minuten Nachspielzeit. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Das war eine perfekte Flanke, Reiger. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Lucas Silva. Und jetzt vielleicht mal Real Madrid. Das könnte es sein. Eine richtige Chance hier, aber kein Tor. Knapp war's, schade. Ja. Egal, ich finde aber, ich habe trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Auch wenn die Leistungen nicht gestimmt haben. Aber was soll's. Welche Wertung habe ich bekommen? 6,5. Ja. Klappt nicht immer alles, ne? Wenn man nicht die passende Chemie hat. Vorbereitung, ja, ist nicht, ist eigentlich okay, aber am besten, wenn man immer komplett gewinnt und bestens abschließt, ne? Letztes Vorbereitungsspiel. Dass es kein Sieg geworden ist, ist sicher enttäuschend. Sí, bueno, queremos ganar siempre. Es una temporada larga, somos un equipo grande y queda mucho todavía. Hat die Verletzung eine wichtige Rolle gespielt? Sí, tuvo mucho, pero Alexander tuvo la oportunidad de entrar y ha hecho un buen partido. Ok.
Okay. So, was erwartet uns jetzt? So, 14.000 Pound haben wir in diesem Spiel gemacht. Ja. Wie geht's weiter? So, es geht jetzt wieder nach Seattle. Ist Alexander als Kind schon eine super Stunde. Jetzt immer noch. Ja, ich würde sagen, wir machen mal weiter und schauen, was jetzt kommt. Real Madrid, Mann. Ich weiß, Mann. Ich kann's auch nicht glauben. Hey, das war richtig gut, Mann. Die wissen, wer wir sind. Ist bloß ein Testspiel gemeinsam auf dem Rasen. Unfassbar. Die wissen, wer wir sind. Mache ich mal. Oh, die wissen jetzt, wer wir sind. Wahrscheinlich wollen die uns kaufen. Und die Bayern auch, PSG ganz sicher. Die starten ein Wettbieten. Ja, um mich. Du bist bloß eine Dreingabe. Ah, ja. Träum ruhig weiter. Weißt du, was so abgefahren ist? Gestern noch spielen wir in ab 14 Klappem und heute spielen wir gegen Los Blancos vor den Augen von zehntausenden verrückten Fans. Gewöhn dich dran, Mann. Wir sind jetzt mittendrin. Nachdem unser bester Mann ausgefallen ist, wer weiß, wie lange wir jede Abwehr der Premier League abzocken werden. Du machst die Pässe, ich die Tore. Ich mach das schon, hoffentlich bekommen wir eine Chance. Wir sind ein tolles Tor. Ich mach das schon. Oder ich mach die Pässe und die Tore. Ein echter Teamplayer. Kandidat für den goldenen Schuh, Mann. Kandidaten. Mann. Euer Selbstbewusstsein ist super. Aber in Mathe schwächelt ihr etwas. Bitte was, Toro? Meinen Berechnungen nach ist derzeit nur einer unserer Spitzenstürmer verletzt. Und zwei für einen funktioniert nicht. Sicherlich mache ich den Anfang. Klar, Mann. Wenn wir verlieren wollen. Kevin De Bruyne. Ja, Leute, da sind wohl mega Höhenflüge gerade durchgesetzt worden. Und wir sind wieder zurück in Europa und haben mal wieder ein paar Nachrichten für Philipp Bernhard, vielleicht kann Mr. Alexander den Ausfall kompensieren, Krisen stärken die Menschen. Der Ausfall von Sergio Aguero ist echt bitter, hoffentlich kann Mr. Alexander nicht dich ersetzen. Schwere Aufgabe. Schwerer Schlag für Manchester City. Sergio Aguero fällt nur Monate aus. Wer kann ihn wahrscheinlich ersetzen, steht da. Das kann ich so noch so. So Leute, wir starten durch. Wir sind in London wieder und gucken, was jetzt abgeht. Trainingstag wieder, okay. Der hat ja eigentlich mit zur Vorbereitung. Kann ich das auch hier mit reinpacken? Und ja. Mal schauen. Trainingswerte. In der Teamzentrale wird das aktuelle teaminterne Ansehen aller Spieler angezeigt. Zeige gute Leistung im Training und in Spielen. Alex Trainerwertung zu erhöhen. Ein besserer Trainer erhält Alex Chance, das nächste Spiel in die Startelf zu schaffen. Wenn Alex konstant gute Leistung zeigt, erhält er den Vorzug vor Spielern mit besseren Werten. Jo. Was für ein schöner Arbeitstag. Fangen wir gleich mal an. Lasst uns ein wenig So. Spaß haben und Weitschüsse Hoppa, trainieren. Wenn ihr die Dinger Training hart beginnen. und präzise raushaut, hat der Keeper Ja. kaum eine Chance. Man kann alles dominieren, aber dann geht alles schnell weg. Ich mach das mal selber. Abschluss Kurzdistanz. Okay. Okay, da war nicht. Bonsoir.
Ja. Okay, der war gut. Fortsetzen, ne? Lupfer. Ja, ist easy. Easy. Lupfer. L1 halten. Ja, krieg ich schon hin. Okay, ich war aus der. Ah, das war ein bisschen zu viel. Ah, fuck. Ein bisschen zu früh gestartet. Was ist los, Mann? Sehr schön. Ah! Jawohl! So. Ist noch im gelben Bereich, aber auch okay. So, Abschlusskursdistanz. 52 auf 53, okay. Sprungkraft. Ja, weiter, ne? Gündoğan. Da war der Gündoğan. Hey. Hat jemand meinen Ball gesehen? Was willst du mit dem Opa-Ball beim Training? Glücksbringer, wo ist der? Er war in meiner Tasche. Ja, ja, wirklich lustig. Gib ihn wieder zurück. Den? Willkommen im Team, Alex. Wir sind im Team, Mann. Meinen Glückwunsch. Habt ihr verdient. Ach, danke. Gracias! Oh, oh mein Gott! Wir stehen im Team, Mann! Ja! Los! Ja! Lauf! Kommt schon, Leute! Ja, du musst immer aufpassen, ja. Weißt du? Oh, ich flippe total aus! Ich glaub's einfach Wahnsinn. Nicht, das ist unfassbar! Ich weiß es nicht. Ist doch geil, oder? Zwei Lappen in einer Weltklasse-Mannschaft. Leute, was steht jetzt an? Die Welpenregel ist welcome. Wir dürfen heute erstmals ran, okay? Also Leute. Ah, wir gucken einfach mal weiter. Gucken mal weiter, was da angeht. Ah, nee. Spieltag. Okay, Freunde. Premier League hat, also die Liga hat angefangen. Wir spielen direkt gegen Liverpool. Ernstes Spiel. Wir sehen uns in der nächsten Folge gegen FC Liverpool. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Khaled. Ciao.